Und damit begrüße ich euch zurück zum Tennis Elbow Manager Nummer 2. Jetzt haben wir die erste vernichtende Niederlage für Tommy Haas erhalten, worüber ich sehr froh bin, um ehrlich zu sein, weil jetzt haben wir die Grenzen aufgezeigt bekommen und wir sehen, es ist noch ein langer Weg. Den Schwierigkeitsgrad haben wir ja auch hochgedreht, von daher wird Tommy jetzt auch nicht so schnell so viel besser werden. Wir haben jetzt noch Louis Herrmann im Turnier, Viertelfinale. Und da komme ich auch direkt zu meiner ersten Frage. Sportfan Rob hat jetzt auch gerade in die Kommentare geschrieben, ist jetzt wahrscheinlich dann schon ein paar Folgen her, aber ich muss ja immer im Voraus aufnehmen. Weil ich ja auch schon beim Radsportmanager bei Ulle gesagt habe, dass ich so alle 2 Wochen wahrscheinlich am Wochenende jetzt immer aufnehmen kann. Dann mache ich immer längere Sessions. Dann eine Folge pro Tag finde ich eigentlich immer ganz gut. Also eine. Nicht von jedem Let's Play. Habt ihr ja schon mitbekommen. Also täglich 18 Uhr. Deswegen meine Frage. Sollen wir überhaupt die anderen Spieler so groß mit reinnehmen? Also ist das Interesse da an denen auch da oder ist Louis Herrmann dann eher uninteressant? Das wäre quasi meine Frage gleich mal zu Beginn, weil ich hatte jetzt schon den Plan, dass wir uns mehrere Spieler reinholen. Wenn ihr aber eigentlich nur Tommy Haas sehen wollt, dann können wir natürlich auch nur Tommy Haas machen und den Rest so ein bisschen außen vor, beziehungsweise vielleicht können wir sie auch wieder rausschmeißen. Da kriegen wir natürlich wenig Geld rein. Wenn wir nur einen Spieler haben, aber ist auch nicht schlimm, ist ja ein Let's Play. Also einfach mal in die Kommentare schreiben, sollen wir überhaupt andere Spieler mit reinnehmen oder sollen wir es lassen? Das klingt sehr nach einem Artikel, den die Zeit oder was die Süddeutsche damals geschrieben hat mit sollen wir sie retten oder sollen wir es lassen? Ist aber nicht beabsichtigt. So, wir gehen nochmal kurz in die Planung rein. Also wie gesagt, schreibt da gerne was dazu. Wir sehen, dass Tommy versucht, in die Australian Open reinzukommen. Bin ich mal sehr gespannt, ob das funktioniert. Müsste aber eigentlich klappen. Wir haben Louis Herrmann, der jetzt hier bei 2 deutschen Future Events mitmacht. Danach erstmal pausiert. Wir können ja vielleicht, na gut, wir sind von der Gesamtwertung gesagt. Beinahe, da sind wir noch nicht stark genug. Weiß nicht, ob wir hier noch, da können wir auch noch reinkommen. Wir müssen uns jetzt in der Weltrangliste mal relativ schnell verbessern mit Louis Herrmann. Da haben wir Frank Reich. Und wo geht es dann weiter? Australien Future Event. Hier haben wir natürlich einen Challenger in Besançon. Probieren wir mal. Wir können uns ja schon mal anmelden. Einfach nur mal, um zu gucken. Mit Tommy Haas. Wie würde es nach den Australian Open weitergehen? Müssen wir auch schauen. Hier sind erstmal nur Challenger-Turniere. Natürlich. Dann ist Davis Cup. Ach, kann ich da mitspielen? Anscheinend. war jetzt gar nicht so gemeint. Und dann können wir mal schauen, ob wir vielleicht in Montpellier, Zagreb, Viña del Mar würde ich nicht spielen. Spielen wir mal in Montpellier. Schauen mal, ob wir da in die Qualifikation reinkommen. Rotterdam wäre natürlich geil, aber das wird dann extrem schwer, da schon irgendwie weiterzukommen. Kommt drauf an, wie wir bei den Australian Open abschneiden. Können natürlich auch in die USA reisen und die amerikanische Hartplatzsaison mal mitnehmen. Aber wir wollen jetzt auch nicht dauernd was spielen. Weil wir müssen auch schon irgendwie drauf achten, dass wir unseren Tommy mal ein bisschen leveln. Weil wir haben jetzt auch so viele Erfahrungspunkte, die wir da einbringen können. Da wird er auf jeden Fall nochmal ein deutlich besserer Spieler. Aber wir dürfen natürlich auch die Rallyes nicht verpassen. Dann lassen wir jetzt erstmal bis Woche 6. Jetzt spielen wir erstmal ganz in Ruhe die Australian Open. Bruce Foxworth haben wir auch noch. Wie gesagt, wenn wir die 2 anderen rausnehmen sollen, dann sagt es. Dann passt es schon. Jetzt geht es nämlich mit Louis Herrmann weiter. Viertelfinale gegen Jesper Sani. Das müsste aber eigentlich relativ easy passen. Deswegen gehen wir mal ins textbasierte Spiel rein. Das muss er dann selber entscheiden. Dann machen wir das jetzt ein bisschen schneller durch. Da sehen wir es auch schon. Das müsste eigentlich locker passen. Sehen wir 6-3, 6-0. Louis Herrmann ist damit im Halbfinale im Future Event. Und so kommen wir auch ein bisschen schneller durch. So, Halbfinale ist erreicht. Geht jetzt gegen Velev, der in der 2. Runde die Nummer 1 der Setzliste geschlagen hat. Also Milan Velev, der schlägt bestimmt hohe Wellen aus Bulgarien, hat auch das schöne Shirt von Grigor Dimitrov an. Auch nicht schlecht. Kein schlechter Spieler, gerade von der Grundlinie. Nicht verkehrt. 18 Jahre alt, also auch sehr talentiert. So, wegen den guten Resultaten müssen wir nächste Woche nicht durch die Qualifikation. Ist ja auch schon mal geil. Also müssen wir uns da auch keine Gedanken machen. So, direkt wieder nächstes Match. Da sehen wir Milan Velev und auch das werden wir jetzt textbasiert machen. Wie gesagt, ich gehe jetzt mal so durch und ihr schreibt einfach mal, ob es für euch interessanter ist,
wenn wir das dann selber spielen oder eben weglassen. Bin da offen für alles. Ich schaue auch am liebsten Tommy Haas, bin aber halt auch ein großer Tennis-Fan, deswegen hätte ich so verschiedene Spielstile auch cool gefunden. Ich beuge mich da der Mehrheit. So, dann machen wir hier jetzt erstmal auch gar keine Taktik, sondern gehen auch hier mal wieder rein. Da sehen wir, uiuiui, das könnte sehr nach hinten losgehen. Jetzt kommt Louis Herrmann besser ins Spiel, holt sich auch das Rebreak zurück. Geht jetzt auch 3-2 in Führung. Ja, das ist ein enges Match. Wäre wahrscheinlich durchaus interessant gewesen. Da hätten wir noch ein bisschen was taktisch machen, rausholen können. So, geht's in Tiebreak? Jo, Tiebreak, erster Satz. Ja, Louis Herrmann mit dem Satzgewinn. Sehr schön. Also 7:6 holt er sich im Halbfinale von Deutschland, dem ersten Future Event. Das F1 bedeutet einfach immer nur, habe ich ja, glaube ich, irgendwo in der Folge auch schon mal gesagt, dass es das erste Future Event in Deutschland ist. Das hat nichts mit Größe, Punktzahl oder sonst irgendwas zu tun. So, jetzt haben wir leider den Aufschlag verloren. Der zweite Satz wird wahrscheinlich verloren gehen. Hier kann man dann die ganzen Erfahrungspunkte mit reinbringen. Aber wie gesagt, das lassen wir. Wir sind Break 4 im dritten Satz und sind jetzt von der Ausdauer her anscheinend deutlich stärker. 4:0. Jetzt Aufschlagspiel 5:0. Und dann holen wir uns das im dritten Satz. Da kommt Velev nochmal zurück, aber 6-1 im dritten. Also Finale für Louis Herrmann. Sehr, sehr nice. Und dort geht es dann gegen Maurer aus Deutschland beim Heimspiel. Ralf Maurer klingt, als wäre er ein Defensivspieler. Einfach nur geraten. So, dann machen wir direkt. Achso, wir können natürlich auch nochmal ein Stündchen Pause machen. Sollten wir natürlich nicht vergessen. Ach herrje. Kann ja gar nichts. Also Ralf Maurer, den spielen wir doch locker weg. Das sollte eigentlich easy werden. Ja. Ja, doch. Gehen wir mal direkt zum Resultat. Also 6-2, 6-3. Louis Herrmann holt sich den Sieg beim Future Event. Ihn haben wir auch zu sehr hochgelevelt auf der leichten Stufe. Aber das ist auch gut so. Dann holt er sich schön Punkte. Sie haben soeben die vorgegebenen Ziele ihres Sponsors Starflip Coffee erreicht. Sie bekommen 1250 Euro Bonus. Natürlich auch schön. Schauen wir nochmal rein. Was war denn? Erreiche Platz 310. Aha, das war unser Ziel. Okay. Jährliche Statistiken. 578. Ich weiß nicht, wo wir jetzt in der Weltrangliste dann aufsteigen. Aber es ist jetzt auch interessant, wo es mit Tommy Haas hingeht. Mit diesem Menü komme ich immer noch nicht so richtig zurecht. So, Tommy ist ja in Australien geblieben. So ein Hitting-Partner oder sowas gibt es hier, glaube ich, nicht, oder? Short. Ich dachte, ich hatte irgendwo gelesen, dass es einen Hitting-Partner gibt, wenn man bei einem aktuellen Turnier natürlich noch drin ist. Aber da wir da ja sogar bis ins Viertelfinale gekommen sind, mich würde jetzt gerade mal interessieren, wie es dann in Brisbane weiterging. Und dann hat Lauland hat tatsächlich Nicolas Jarry im Finale geschlagen. Nicolas Jarry dann gegen Fancutt 4, 6-4, 6-4. Aber gegen Lauland war er unterlegen. Eigentlich fast ein bisschen überraschend von den Werten her. Gegen Andreas Lauland hätten wir viel auf die Vorhand gespielt und sicherlich ganz passable Chancen gehabt. Ganz interessant, in Sao Paulo hat Yong Chung gewonnen gegen Olivo. Also die Ergebnisse hier sind überraschend. Auch dass John Isner Sand Sao Paulo spielt, ist auch überraschend. Wobei er ja auch ein paar gute Sandplatzergebnisse immer mal drin hatte. Ich kann mich erinnern, dass er bei den French Open sogar mal gegen Rafael Nadal, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Spiel abgeliefert hat. Ansonsten sind hier auch so, nicht so viele Spieler dabei, die man unbedingt kennt. Noumea, das klingt dann schon eher nach Challenger Tour. Da wollen wir uns nicht mehr drum kümmern. So, trainieren war nichts mehr drin. Tommy hat, ach, er hat noch 14 Stunden übrig. Ja gut, aber wie gesagt, er ist ja eh. Dass ich mir das nie merken kann, er ist ja eh unterwegs. Unser Dominic Thiem Verschnitt hat noch 2 Stunden. Ja, die kann er auch einfach so pausieren. Genau, die verschenken wir jetzt.
Und dann sehen wir das Wochenergebnis. 45 Punkte. Wir sind dann jetzt auf Platz 220 der Weltrangliste, nochmal 49 nach oben. Und im ATP-Race sind wir auf Platz 20. Ich glaube nicht, dass wir das halten können, aber schon mal ganz schön. So, Sie haben die Top 500 in Einzel zum ersten Mal in Ihrer Karriere erreicht. Auch sehr schwer zu lesen, der Satz, vor allem weil in fünf, Top 500. Sehr, sehr schön. Da haben wir hier nochmal die anderen Ergebnisse. Also David Goffin gewinnt gegen Nishikori in Doha. Dominic Thiem gewinnt in Pune gegen Withrow. Okay, und Lauland gewinnt eben gegen Nicolas Jarry, der uns rund gespielt hat. So, Bruce Foxworth hat sich verletzt. Schwere, ernsthaft, Tage Pause zur Regeneration 58, Trainingseffizienz 71%. Willst du weiter trainieren oder dich den Rest der Woche erholen? Wir erholen uns mal. So, Louis Herrmann war ja eh schon in Deutschland, bleibt in Deutschland, reist nach Deutschland, aber der Coach kommt nicht mit, das können wir uns nicht leisten. Und Tommy Haas ist bei den Australian Open in der Qualifikation. Wir lassen aber auch da mal den Coach noch weg. Und wir spielen gegen Tommy Hamilton, nicht Tyler Hamilton, oh Gott. Aber Tommy Hamilton, der ja in der Qualifikation im Finale von Brisbane war. Und da haben wir uns gewundert, dass er so hohe mentale Fähigkeiten hat und auch von der Physis her so stark ist. Also das wird eine harte erste Qualifikationsrunde. Wie geht's dann weiter? Ist ja immer in der Qualifikation eigentlich ein bisschen anders. Da wird ja immer 1, 2, 3, 4, 5 von oben nach unten durch. Das ist jetzt hier wie bei einem normalen Turnier der Turnierbaum. Aber ist ja wurscht, weil die 1 kann ja nie gegen die 2 spielen in der Qualifikation. Gibt ja nur 3 Runden. Also das wird ein spannendes Duell. Tommy Hamilton danach. Ja, das sind entweder Lopez, Châtel. Warte, das ist die erste Runde, zweite Runde wäre das und dann entweder gegen Lopez oder Châtel von den Platzierungen her. Die Nummer 130 der Welt, natürlich nicht ganz verkehrt, aber von den Werten her sollten wir das eigentlich packen können. Da ist unser jetziger Gegner fast besser. Sweeney ist sein Gegner. Also die Platzierungen kann man nicht so hundertprozentig ernst nehmen. Und Jorge Lopez. Ja, der hat's drauf. Jorge Lopez, Mexikaner, 26 Jahre, mexikanische Tennisspieler. Mir würde keiner einfallen. Gibt es mexikanische Tennisspieler wahrscheinlich irgendwo, aber ich habe noch keinen gesehen. Mir ist noch keiner über den Weg gelaufen. Jetzt Tommy Hamilton, wie gesagt, finde ich ein cooles Duell, ist auch ein sehr junges Duell, weil wir beide ja 17, 18 Jahre sind. Er hat den Lego-Knopf oben drauf und ich finde es vor allem ganz interessant, dass er bei der Physis und beim Mentalen so stark ist und bei der Rallye noch nicht so gut. Das passt eigentlich genau auch zu unserem Spiel. Wird also ein enges Duell werden. Gehen wir natürlich direkt rein. Wir haben auch Louis Herrmann, der beim nächsten Future-Event gegen den Koreaner Taewoo Lee spielt. 29 Jahre alt, den müsste er eigentlich knacken können. Und dann geht es auch bald auf die Challenger-Tour für Louis Herrmann. Momentan jetzt schon die Nummer 464 der Welt, also er passt hier ganz gut von der Platzierung her rein, aber ich denke mal, er wird sich auch hier wieder relativ gut durchspielen können. So, und dann geht es eben auch mit Louis Herrmann los. Wie gesagt, den winken wir jetzt etwas schneller durch, also in Deutschland, da machen wir es wieder textbasiert. Schauen uns die ersten mal an, da bringt der Koreaner locker seinen Aufschlag durch. Bislang alles in der Reihe, aber ich denke mal, das müsste eigentlich passen. Gehen wir mal durch. 6-4, 6-2, also da gewinnt Louis Herrmann wieder sein Duell. Bei Louis Herrmann gehen wir erst wieder rein, wenn es dann wirklich interessant wird für die Challenger-Tour. Ansonsten diese Future-Events, die winken wir jetzt durch. Das habe ich jetzt schon 16 Mal hintereinander so formuliert. Da sagen wir auf jeden Fall Glückwunsch. Bruce Foxworth trainiert weit. Ach, der muss in die Schule gehen. Trainiert gar nicht. So, Training 2 Stunden, Training 18 Stunden. Aber die Kurzzeitform ist ja da. Und Louis Herrmann können wir vor dem nächsten Match dann einfach noch ein bisschen ausruhen. So, dann geht's rein. Australian Open mit Tommy Haas. Schon wieder Louis Herrmann. Ach, stimmt. Ist ja Main Event. Die Qualifikation startet ja erst Ende der Woche. Eieiei, so viel, was man hier bedenken muss. Andrei Glivatsch. Das könnte schon ein bisschen enger werden. Der hatte gute Werte, holt sich da auch direkt das Break gegen Louis Herrmann.
Schade, da waren wir dran. Joa. Das wird ein ganz, ganz enges Höschen werden. Machen wir es mal so. Ah, 3-6, 4-6. Also Louis Herrmann leider ausgeschieden in der zweiten Runde beim Future Event. Ich würde sagen, er kommt mal heim. Fliegt Economy. Das reicht. Hat er noch $392 auf der Kralle. Also da leider ausgeschieden gegen Glivatsch, der aber auch schon die Nummer 3 der Setzliste in der Runde davor rausgehauen hat. Das war dann irgendwie auch zu erwarten. So, wie geht's dann bei Louis Herrmann weiter? Da hatten wir schon geschaut, dass er mal Richtung Challenger Tour kommt, aber das ist wahrscheinlich dann noch ein bisschen schwierig, wenn er jetzt die Future Events noch nicht mal gewinnt. Das ist zu kurzfristig. Dann können wir ihm einfach auch mal ein bisschen Zeit geben und leveln. Dann hatten wir uns für das Future Event in Frankreich eingetragen. Dann lassen wir hier nochmal eine Pause drin. Und dann geht es vielleicht hier in die Schweiz. Dann ist er auch nochmal ein besserer Spieler. Dann machen wir hier die Doppeltour in der Schweiz. Melden uns da vielleicht auch mal fürs Doppel an. Und Bruce Foxworth ist jetzt ja eh erstmal raus. Verletzungsbedingt. Der wird erstmal nichts spielen können. Tommy Haas hatten wir auch schon geschaut. Jetzt sind erstmal die Australian Open wichtig und wir entscheiden dann nach den Australian Open, wie es weitergeht. Jetzt heißt es erstmal, die erste Runde zu überstehen. Eben bei den eben genannten Australian Open. Unser Gegner ist ungefähr auf unserem Niveau. Ungefähr unser Alter. Die Nummer 588 der Welt, also mit einer Wildcard wahrscheinlich reingekommen. Ich habe eben gar nicht drauf geachtet, aber ich glaube, es stand sogar Wildcard dabei. So, was machen wir? In der Rallye ist er noch nicht ganz so stark, aber Tommy ja eigentlich auch nicht. Also da spielen wir ein bisschen mehr auf die Vorhand. Den Aufschlag können wir gut attackieren. Die Spezialschläge sind stark. Müssen ihn also unter Druck setzen. Wobei er auch ein guter Konterspieler ist. Also wir machen eigentlich das, was wir mit Tommy fast immer machen. Wir spielen druckvoll. Wir spielen auf die Vorhand und wir attackieren den Aufschlag. Und ansonsten beobachten wir natürlich noch ein bisschen. So, los geht's. Angriffsbereitschaft. Machen wir mal hoch. Wir spielen mehr auf die Vorhand. Wir spielen auch schön an die Linien. Den Rest nicht. Aber wir gehen auch ein bisschen mehr an die Grundlinie. So, den ersten Aufschlag. Er ist ein guter Return-Spieler. Ziehen wir mal ein bisschen glatter durch. Beim zweiten können wir ja mit Kick reingehen. So, Haas gegen Hamilton. Klingt irgendwie sehr nach Formel 1. Weiß auch nicht warum. Dann machen wir hier ein bisschen mehr Spin. So, jetzt bin ich ein bisschen nervös. Australian Open wäre natürlich schon geil, mal ins Hauptfeld zu kommen. Ja, aber schöner Winkel, schöne Variation. Ich glaube, Tommy Hamilton wird ein Gegner sein, den wir häufiger in Zukunft mal haben werden. Boah, tut mir leid, aber dieser Aufschlag ist einfach so hässlich, diese Aufschlagbewegung. Ganz stark. Schön gekontert. Also da sieht man, die sind ungefähr auf einem Niveau. Ich würde sagen, wir sind leicht besser. Wir sind auch aggressiver als der Gegner. Leichte Vorteile bislang für uns. Sehr schön. Super gespielt. Also freue mich jetzt einfach auch mal für den Gegner. Wirklich stark gemacht. Ich würde gerne mehr Topspin spielen. Und können auch gerne ab und zu mal einen Stoppball reinhauen. Also Topspin ist, glaube ich, besser. Der Gegner ist relativ klein. Je höher der Ball abspringt, desto mehr Probleme hat er auch. Da sage ich nichts mehr zu. Wie gesagt, er könnte ihn auch einfach rüberwerfen. Das wäre manchmal schneller. Ah, da haben wir Glück gehabt. Wie gesagt,
Der Gegner sehr, sehr klein. Aber dann wäre der Kickaufschlag natürlich auch eine gute Variante. Ich stelle es dann später beim ersten Aufschlag auch nochmal ein. Ja, da hat man es schon gesehen. Ist nicht so einfach für ihn, wenn man nur 1,20 Meter groß ist. Müssen wir beim nächsten Aufschlagspieler machen. Also 1:0 für uns. Schwacher Return. Ich habe auch noch kein Return-Spiel eingestellt. Daran kann es liegen. Der Aufschlag ist nicht besonders gut. Wir können dicht rangehen. Können sehr aggressiv draufgehen. Auch schön an die Linien. Das werden wir beim zweiten Aufschlag dann gleich nochmal aggressiver machen und noch näher rangehen. Ich finde sowieso, er steht hier weiter von der Linie weg. Das hatten wir auch gegen Nicolas Jarry schon in Brisbane. Oh, warte, 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 warte. Mensch. Ich habe doch warte gesagt. Dass der nicht auf mich hört. So. Jetzt hat Tommy natürlich nicht mehr reagieren können, aber schön aggressiv drauf. Ja, es ist ein bisschen vorsichtig, was er da macht. Das gefällt mir nicht so gut, wenn der Ball im Spiel ist, aber ich habe die Angriffsbereitschaft recht hoch. Eigentlich wollte ich das hier gerade machen, aber ist ja egal. So, 30-0. Bislang sind wir nicht drin im Spiel. Im Aufschlagspiel des Gegners. Schön gemacht. Cross-Court-Winner. Drei Spielbälle für Tommy Hamilton. Ich bin immer bei Tyler Hamilton. Boah, das war gar nichts. Also das war wirklich ein miserables Return-Spiel. Jetzt heißt erstmal ein bisschen reinkommen, sich an die Taktik gewöhnen und den Aufschlag unten ins Netz hauen. Ganz wichtig. Hat er gar nicht getroffen. Er sah gefährlich aus, hat die Perspektive im ersten Moment getäuscht, aber dann ist er ja vorher sogar noch mal aufgesprungen. So, wir bringen tatsächlich mal den ersten Aufschlag und da habe ich immer noch keinen Kick eingestellt, gell? Das hat man gerade gesehen. Der wurde wieder sehr flach durch die Mitte gespielt. Habe es nur beim zweiten bislang. Jetzt habe ich wieder zu spät reagiert. Ja, ich glaube, wir verwirren Tommy gerade ein bisschen. Auch hier bitte mit Kick. Eieieiei. Das dauert noch, bis da mal gute Ballwechsel zustande kommen. Bislang sind beide noch nicht so richtig drin, aber das ist halt so defensiv, was Tommy da spielt. Jetzt kommt. Sehr schön. Sehr schön im Sinne von, dass er den Punkt gemacht hat, den Passierball gespielt hat. Ansonsten ist das nicht aggressiv genug? Okay, das war stark. Stark gekontert, aber trotzdem, mir ist es zu wenig, was er da macht, wenn der Ball nur halb hoch bei uns reingespielt wird. Ich finde, beide Spieler bewegen sich ganz gut. Das war bei Nicolas Jarry so ein bisschen die Schwäche bei ihm, dass wenn man ihn in Bewegung gebracht hat und er hohes Risiko gegangen ist, dann hat er viele Fehler gemacht. Also viele in Anführungszeichen. Er hat uns 1-6-3 geschlagen. Aber ich finde, beide bewegen sich hier gut. Es ist aber auch weniger Tempo im Spiel. Schöner Return. Mir fehlt da auch, klar, leichter Fehler. Mir fehlt die Länge im Spiel bei Tommy. Das kann ich aber nicht einstellen. Da hat die Linie noch. Schade, ganz knapp weg. Aber nach wie vor nicht aggressiv genug. Auf, komm schon, Tommy. Reiß dich am Riemen. Letztes Feld offen. Super. Auch schön platziert. Nicht irgendwie wieder so ein Sicherheitsball in die Mitte. Crosscourt gegen die Laufrichtung wäre auch gut gewesen.
Schön gespielt. Wie gesagt, ich mag das Tennis des Gegners. Es ist unserem sehr ähnlich. Second Service. Game Player 2. Schwache Leistung bislang von Tommy. Also der Gegner ist okay. Aber wir spielen unter Wert. Da haben wir im zweiten Satz gegen Nicolas Jarry deutlich besser gespielt. Da, auch da, normalerweise spielt er den doch druckvoller und da haut er den Ball wieder ins Aus. Also irgendwas passt da doch nicht. Das ist derselbe Untergrund, es gibt keinen Grund, warum er den ins Aus haut. Second Service. Der Gegner verjagt wieder eine Biene, die hinter ihm her ist. Stark, wie er den noch geholt hat, und vor allem die Länge war stark. Dann der leichte Vorhandfehler beim Konter. Oh. 15-30. 15-30 wird ein bisschen brenzlig hier im fünften Spiel. Oh, da haben wir Glück gehabt. Glück, 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 Glück. Mehr auch nicht. Der Kickaufschlag funktioniert nicht wirklich. Man hat gesehen, wie er da jetzt draufhaut. Und wir jetzt gerade ein Glück. Tommy spielt überhaupt nicht so, wie ich es haben möchte. Also wir machen das mal dann wieder ein bisschen glatter. Weil der Kickaufschlag funktioniert gar nicht gerade. Second Service. Momentan sind wir nur abhängig von den Gegnern, des Fehlers, von den Fehlern des Gegners. Nee. Keine gute Leistung, aber trotzdem führen wir 3-2, also es ist ja meckern auf hohem Niveau. Aber der Gegner ist am Drücker, er ist eigentlich der bessere Spieler, wir müssen da jetzt mehr machen und wir leben vom Glück. Die Rückhand trifft er nicht voll, der springt noch auf die Linie, der Gegner Netzkante, dann springt der Ball ins Aus eben bei ein, zwei Ballwechseln. Also bislang liegen wir glücklich in Führung, da kommt der schlechte Dropshot des Gegners. Und dann hat er eigentlich die Chance zum Konter. 0-30. Also Tommy Hamilton, da sieht man, 17 Jahre alt. Wenn der mal das ein bisschen besser hinbekommt im entscheidenden Moment. Guter Erster durch die Mitte. 155 Stundenkilometer ist jetzt verglichen mit Nicolas Jarry natürlich ein Witz. So, komm, hol dir das Break. Oh, Doppelfehler. Da sieht man es wieder, was ich gerade angesprochen habe. Da sind die Nerven ein bisschen da, auch wenn das Stresslevel gar nicht so hoch ist und er ja gute mentale Fähigkeiten hat. Also man kann sich es vom Spiel her nicht mal erklären. Das wäre jetzt quasi in der Realität die Argumentation. Super. Also wie gesagt, ich mag den Gegner. Der spielt gut, der spielt schönes Tennis. Und wird sicherlich nur noch besser werden. Trotzdem nach wie vor der Breakball für Tommy Haas, zweiter Aufschlag. Das ist einfach zu wenig. Aber ich weiß nicht, was ich jetzt noch einstellen soll. Das ist einfach nur zu wenig. Also wir können natürlich noch mehr an die Linien gehen, weil aktuell spielen wir das nicht wirklich gut. Aber das gefällt mir nicht. Wir könnten näher an die Grundlinie gleich nochmal gehen nach dem Ballwechsel oder beziehungsweise ich stelle es jetzt nochmal ein, während der Rallye. Advantage Service. Also man sieht das nicht, aber ich schüttel die ganze Zeit den Kopf. Ball!
Ja gut, das, so soll er es ja machen. Er soll ja jetzt aggressiv gehen. Aber drei beide, knapper erster Satz, aber niedriges Niveau. Ein paar schöne Ballwechsel waren dabei, aber die waren meistens vom Gegner. Tommy bislang mit kaum guten Punkten. Und das geht so weiter. Das wird eine härtere Nuss, als man gedacht hat. Nochmal erster Aufschlag. Eieiei. Du spielst einfach nicht gut. Und da spielt er natürlich auch genau in die Rückhand rein, was ja nicht sein soll. 0-30, drei beide. Wir haben noch kein Mittel gegen den Gegner gefunden. Alter Schwede, ist der gut? Das gibt's doch nicht. Den Punkt hatten wir doch schon. Drei Breakbälle. Tommy Hamilton. Das Duell der Tommys. Boah, Zitterhändchen. Och, komm schon. Game Player 2. Trifft er mit dem Rahmen und dann tropft er hinten noch auf die Linie. Okay, also das ist zu viel nah an der Grundlinie, glaube ich, in den Rallies. Dafür spielt er auch zu aggressiv. Wir lassen den Topspin mal raus. Einen Dropshot haben wir eh noch keinen gespielt, aber können wir mal lassen. 15, der ist ein Meter im Aus. Also, wenn ich mal ein bisschen jetzt mal wieder Glück. Am Anfang hatten wir ja schon viel Glück. Aber wie gesagt, momentan finde ich kein Mittel gegen den Gegner, der sehr ausgeglichen spielt. Nur das Netzspiel sollte er echt lassen. Das ist jetzt schon der zweite Punkt in dem Aufschlagspiel, den er im Netz verliert. Aber von der Grundlinie dominiert er uns ein bisschen. Aber Tommy kriegt auch kaum Druck dahinter. Knapp weg, zweiter Aufschlag. Yes, Breakball, Tommy, auf, komm, holst dir wieder zurück. Puh. Yes, 4-4, endlich, mal ein bisschen Druck dahinter bekommen, direkt den ersten Breakball genutzt, sehr, sehr gut. Da haben wir doch wenigstens mal ein bisschen was wieder reingeholt. Also 4-4, das war ein wichtiges Aufschlagspiel, dass wir da besser reingekommen sind. Jetzt Selbstvertrauen mitnehmen. Und schnell das Aufschlagspiel durchziehen mit einem wunderbaren ersten Aufschlag. Wahnsinn. Zweite war auch nicht viel besser. Super Länge beim Gegner. Wirklich. Also der Return genau vor die Füße. Ganz schwer für den Spieler. Sag mal. Second Service. Love 30. Aber so schwer ist es auch nicht, den Ball da jetzt rüberzubringen. Also.
Ist doch nicht dein Ernst. 0:30, zweiter Aufschlag. Boah. Also so schlecht habe ich Tommy noch nie spielen sehen, seitdem wir das hier machen. Ich gehe mal ein bisschen runter von der Angriffsbereitschaft. Also... ja, zu mehr Ausfehlern, das ist ja okay, aber das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn, was er hier ins Netz ballert. Sehr gut. Schönes Ding, endlich. So, 15:40. Ganz wichtig, dass wir da jetzt irgendwie draus kommen aus dieser Nummer. Den hat er mal schön glatt durchgezogen, aber leider zu lang. Boah, alter Vater. Ich hab's schon gewusst, als er ans Netz gerannt ist, dass das nichts wird. Aber auch wieder stark verteidigt von Tommy Hamilton, dass er den einen noch geholt hat. Also, er serviert zum Satzgewinn. 5:4, Tommy Hamilton. Leichter Rückhandfehler. Da sind wir natürlich gleich schon wieder gut drin. Stresslevel ist bei Tommy jetzt schon da, aber auch völlig zurecht. Wir müssen mehr auf Sicherheit gehen. Vielleicht bin ich auch zu aggressiv reingegangen in das Spiel. Och, Mensch. Den habe ich schon hinten drin gesehen. Aber auch ein guter Volley von Hamilton. Noch 2 Punkte bis zum Satzgewinn für den Australier. Er spielt wirklich gut. Er spielt wirklich gut. Kann man nichts sagen. 2 Satzbälle für Tommy Hamilton. First Service. Second Service. Und der ist weg. Erster Satz. 6:4. Tommy Haas gegen Tommy Hamilton. 32% erster Aufschlag. Mei, oh mei. Kein Ass, beide ein Doppelfehler. Vom Aufschlag her geben sie sich nicht viel, aber durchschnittlicher erster Aufschlag. 137 Stundenkilometer. 9 Winner, 15 Unforced Errors. Ein Netzangriff in einem dummen Moment. Breakbälle haben wir 1 von 3 genutzt. Gesamtpunkte... 8 Punkte mehr für Tommy Hamilton. Ganz, ganz schwache Leistung bislang.